Christian Morgenstern, die Probe. Zu einem seltsamen Versuch erstand ich mir ein Nadelbuch, und zu dem Buch ein altes zwar, doch äußerst kühnes Dromedar. Ein Reicher auch daneben stand, 10 Säcke Gold in jeder Hand. Der Reiche ging alsdann herfür und klopfte an die Himmelstür. Drauf Petrus sprach: Geschrieben steht, dass ein Kamel weit eher geht durchs Nadelöhr als du, du Heid, durch diese Türe groß und breit. Ich, glaubend fest an Gottes Wort, ermunterte das Tier sofort, ihm zeigend hinterm Nadelöhr ein Zuckerhörnchen als Douceur. Und in der Tat, das Vieh ging durch, obzwar sich quetschend wie ein Lurch. Der Reiche aber sah ganz stier und sagte nichts als: Wehe mir!